Hallo und willkommen zu Albenrevue. Heute möchte ich mich mit einem großartigen Album befassen, das 1978 erschien und eines meiner Lieblings-Line-Ups der gesamten Rockgeschichte beinhaltet. Es handelt sich um das erste Bruford-Album mit dem Titel Feels Good to Me. Bill Bruford ist mit großer Wahrscheinlichkeit mein Lieblingsschlagzeuger. Das hängt vermutlich aber nicht nur mit seinem überragenden Drumming, sondern auch mit seiner interessanten und geradlinigen Persönlichkeit. Und ich hatte über Bill Bruford schon ein wenig in meinen einigen Videos über Yes gesprochen. Er erlangte natürlich zusätzlich Berühmtheit durch seinen Übertritt von 1972, als er Yes auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft verließ, um bei King Crimson einzutreten. Nun ist es so, betrachtet man King Crimson historisch, so war diese Band relativ zügig ein Konstrukt, das vorrangig von Robert Fripp als dem eisernen Boss geführt wurde. Und damit gehen einige berühmte Hiatus einher, die Robert Fripp ausgerufen hatte. Übrigens, im Deutschen ist der Plural von Hiatus auch nur Hiatus, also keine Hiati oder so etwas in der Art. In den 70ern spielte Bruford auf 3 Studioalben von King Crimson: Larks, Tongs in Aspic, Starless in Bible Black und Red. Doch in 1974 rief dann Robert Fripp das Ende der Band aus und würde diese erst in 1981 wiederbeleben, diesmal auch wieder mit Bill Bruford am Schlagzeug. Doch zwischen 1975 und 1980 war Bill Bruford's Karriere nicht minder faszinierend und geschäftig. In 1975 spielte Bruford auf dem Soloalbum von Chris Squire, Fish Out of Water, zu dem ich bereits eine sehr wohlwollende Albenrevue gemacht habe. 1975 und 1976 waren von einem gewissen Bandhopping geprägt. Bruford spielte da in 4 der großartigsten Prog- und Fusion-Bands dieser Ära, allerdings nur auf deren Live-Tourneen. Diese Bands waren Gong, Brand X, Genesis und National Health. Allerdings eben nicht im Studio, weshalb die Aufnahmen dieser Bands mit Bruford am Schlagzeug relativ dünn gesät und selten sind. Da muss man sich schon tief in die Albenkataloge dieser Bands vertiefen, um auf einen grünen Zweig zu kommen. In 1977 begann Bill Bruford dann mit der Konzeption einer eigenen Band, die in den 3 darauffolgenden Jahren 3 Alben rausbringen würde. Wobei es so ist, dass dieses Album hier als das einzige Soloalbum von Bill Bruford katalogisiert wird, während die anderen beiden Alben dann sozusagen Bandalben sind unter dem Bandnamen Bruford. Das ist aber eine Unterscheidung, die fast ein wenig unsinnig ist. Natürlich laufen für mich alle 3 Alben alle einheitlich als dieselbe Konstruktion, doch das nur am Rande. Das Line-up als gigantisch zu bezeichnen ist eine Untertreibung, zumindest wenn man sich in der Hemisphäre des Progressive Rock und des Jazz Fusion bewegt. Am Schlagzeug natürlich Bill Bruford, am Bass der Amerikaner Jeff Berlin, an den Keyboards der Ausnahmemusiker Dave Stewart, der wie kein anderer die Canterbury- und Prog-Szene der 70er prägte und auf dessen Konto Bands wie Khan, Egg, Hetfield and the North und National Health gehen. Und an der Gitarre the one and only Alan Holdsworth. Ich denke, wenn man ein Album aufnimmt und Alan Holdsworth an der Gitarre hat, dann kann man sicher sein, dass das ein Album wird, über das die Leute noch 50 Jahre später reden. Für mich ist Holdsworth der Gitarrist Nummer 1. Somit ist dieses Line-up für mich extrem reizvoll. Hinzu kommt, dass Bill Bruford die experimentelle Sängerin Annette Peacock in die Band reinholte. Sie verlieh 3 Stücken auf diesem Album ihre Stimme. Doch es zeichnet sich schnell ab, dass das hier vorrangig eine dieser instrumentalen Fusion-Gruppen werden sollte. Es gibt auch 2 Gäste oder Gastauftritte hier von der stilistisch sehr benachbarten Band Brand X. Zum einen der Gitarrist John Goodsell,
der auf dem Titeltrack Rhythmusgitarre spielt. Und Brand X's Keyboarder Robin Lumley, der mit Bruford das Album produzierte. Für Bruford war diese Arbeit vollständiges Neuland, denn er ist der überwiegende Komponist auf allen Stücken. Und das war etwas, das von ihm weder in Yes noch in King Crimson explizit abgefragt wurde. Kommen wir also zu dem Inhalt dieses Albums. Die Platte beginnt mit dem instrumentalen Stück Beelzebub und die ersten 30 Sekunden machen deutlich, dass das hier keine rührselige Scheibe sein wird. Man sollte besser ein Gemüt für straffe Jazzakkorde und Prog-Rock-Taktwechsel haben. Beelzebub hat allerdings einige herrlich getragene Momente, sogleich überschattet von einem typischen Alan Holdsworth Lichtgeschwindigkeits-Solo. Aber alles in allem ist das hier nur ein dreiminütiges Stück zur Einstimmung, sozusagen ein Appetizer. Dann folgt Back to the Beginning, eine weitere Alleingang-Komposition von Bill Bruford. Das Stück beginnt mit einem rauen, fast hardrockigen Riff und dann erklingt Annette Peacocks Stimme. Okay, an dieser Stelle möchte ich etwas Auszeit nehmen, um mal ein Problem aus dem Weg zu räumen. Denn das ist etwas, das mich im Verlauf der Jahre gerade im Internet immer etwas frustriert hat. Häufig wird nämlich gesagt, dies sei eigentlich ein tolles Album, aber diese Annette Peacock mache es mit ihrer Falschsingerei teilweise total kaputt. Halten wir doch mal inne. Treten wir doch mal einen oder zwei Schritte zurück und betrachten mit einem gewissen Sinn für Logik und Vernunft das gesamte Gemälde. Da sitzen also im Studio vier der musikalischsten Leute ihrer eigenen Ära und Generation, Dave Stewart, Bill Bruford, Jeff Berlin und Alan fucking Holdsworth. Und ihr wollt mir erzählen, dass im Verlauf der aufwendigen Aufnahmesessions nicht Stewart, Berlin oder Holdsworth irgendwann ihre Stimme erheben würden, um zu sagen, I say, Bill, Annette is not really hitting the right notes here. Ihr meint, sie haben es alle überhört. Das Ganze ist natürlich unsinnig. Sie singt perfekt. Diese Melodien, die sie auf diesem Album singt, orientieren sich harmonisch so gar nicht an den Root Notes als den Grundtönen der Akkorde, sondern schweben darüber entlang all der Akkorderweiterungen, während dies gleichzeitig rhythmisch vollkommen exzentrische Melodienverläufe sind. Falsch gesungen ist daran nichts, aber es sind sehr ungewöhnliche Melodien. Ich werde also es nicht müde, Annette Peacock auf diesem Album immer zu verteidigen und die Angriffe sind hierbei sehr zahlreich. Es ist eine absurde Vorstellung, dass diese vier Ausnahmemusiker schlechten oder falschen Gesang einfach durchgewunken hätten. Das ist absurd. Und Ockhams Rasiermesser ist gänzlich dagegen. Damit will ich sagen, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass ihr Gesang und diese Platte sich einen Tick jenseits deiner Hörgewohnheiten befinden mögen, falls du das so empfindest. Wie auch immer. Die andere Sache hat mit dem Mix zu tun. Das ist etwas, das mir anfangs, also vor Jahren, Probleme machte, weil es ebenfalls ungewöhnlich klingt. Aber heute nicht mehr. Heute finde ich es eher faszinierend. Was meine ich damit? Nun, ihre Stimme, also die von Annette Peacock, ist etwas seitlich gemixt und so isoliert von den mittigen Instrumenten. Das erschafft so ein komisches Gefühl. Also vor allem mit Kopfhörern, als befände sich die Band direkt vor mir, wie auf einer Bühne, während Annette Peacock singen hinter mir steht und mir fast ins Ohr flüstert. Aber hier muss man eben verstehen, dass Bill Bruford nicht daran interessiert ist, die Dinge konventionell zu machen. Da muss immer etwas anders dabei sein. Hier kommt auch eine kurze Passage vor, wo wir, und das ist so selten wie eine Supernova, Bill Bruford an den Vocals hören können, wenn auch nur für einige Sekunden. Allerdings ist es mehr so eine Art Rappen. Und dann gleiten wir sofort weiter in ein epochales Alan Holdsworth Gitarrensolo. Getragen von einem lässigen Bassspiel von Jeff Berlin. Großartige 7 Minuten. Das dritte Stück beginnt mit einem sanften, jazzigen Vibe. Erneut mit Annette Peacock am Gesang. Dazu erklingt noch ein weiterer Gastauftritt, den ich eingangs vergessen habe zu erwähnen. Der großartige Flügelhornspieler Kenny Wheeler.
der dem Stück erst recht eine verrauchte, jazzige Atmosphäre verleiht. Allerdings schlägt die Atmosphäre des Stücks nach 3 Minuten um und wird zu dieser kantigen Jazz-Fusion-Nummer, die von Alan Holdsworth dominiert wird, der sich auf dieser Platte grundsätzlich nicht zurückhalten muss, und das ist auch gut so. Das letzte Stück auf der A-Seite ist der krasse Fusion-Track Sample and Hold, der stilistisch sichtlich artverwandt ist mit Pierre Morlins Gong und wo der Bass von Jeff Berlin einfach im 5. Gang ist. Die B-Seite beginnt mit dem flotten, aber auch sehr melodiösen und gut gelaunten Titelstück Feels Good to Me. Der Stil erinnert mich fast ein wenig an, glaubt oder nicht, Yellow Magic Orchestra, nur eben pompöser und ausgeschmückter. Diese Nummern sind vor allem derartig charmant, dass man es kaum glauben kann, wie schnell sie verfliegen. Die nächste Nummer ist Either End of August, eine instrumentale Rhapsodie, sehr stark dominiert von Dave Stewarts Keyboardspiel, mit einem sagenhaften Bassspiel von Jeff Berlin, aber alles super melodiös und extrem geschmackvoll. Ich finde es vollkommen unzugänglich, dass nach diesen 3 Jahren Jeff Berlin erstmal abgetaucht ist, seinen eigenen Worten nach, deswegen, weil er so tief unzufrieden mit der Qualität seines Bassspiels war und beschlossen hatte, alle Techniken über Bord zu werfen und von vorne anzufangen. Denn er ist hier natürlich gigantisch und war damals sehr wohl schon einer der besten und vor allem interessantesten Spieler seiner Ära. Hier kehrt auch Kenny Wheeler auf dem Flügelhorn zurück. Sein Sound passt perfekt zu dieser Platte, weil das Album eben auch diese leicht verträumte, romantische Stimmung besitzt, die vollständig vom Jazz kommt. If You Can't Stand the Heat ist ein weiterer Instrumental geschrieben von Bruford und Stewart. Das ist pure Hirnfusion für Fortgeschrittene. Der Bass von Jeff Berlin ist hier einfach 5 Sterne Ultra. Und dann natürlich Holdsworth mit seinem Legato-Spiel, mit diesen überstreckten 4-Finger-Griffbrett-Positionen. Das hier ist nur eine 3 Minuten 20 lange Nummer, aber erstaunlich, wie viel in so kurzer Zeit eigentlich passieren kann. Die beiden letzten Stücke, Springtime in Siberia und Adios a la Pasada, gehen recht nahtlos ineinander über und bilden einen 8-minütigen Komplex. Zuerst Kenny Wheeler, der kommt nochmal rein und spielt ein extrem melancholisches Flügelhorn. Und Adios a la Pasada ist ein atmosphärisches Stück, das konstant an Energie und Geschwindigkeit aufnimmt. Heute kann man sich kaum vorstellen, dass solche Bands vollständig ohne Klick aufgenommen haben. Und plötzlich steigt Annette Peacock nochmal rein und improvisiert eine kleine Gesangseinlage, wobei das mehr eine Art Sprechgesang ist. Dieses Album verfliegt wie im Flug. Einer der zentralen Reize dieser Platte besteht darin, dass die Harmonien einen jazzigen Charme haben, der Aufbau der Stücke aber mehr aus dem Progrock kommt. Das geht aber grandios gut zusammen. Und ja, ich benutze hier bei dieser LP recht viele Superlative, aber wartet, bis ich erst über das 2. Album sprechen werde. Das Cover des Albums zeigt Bruford mit einem Gong. Es ist einfach gehalten, aber extrem effektiv und es hat mir schon immer sehr gut gefallen. Wie auch immer, ich gebe hier mühelos 5 Sterne. Für mich gibt es hier kein einziges Stück, bei dem ich das Bedürfnis hätte, es zu überspringen. Und dieses Line-Up aus Bruford, Stewart, Holdsworth und Berlin gehört eben zu einem meiner Lieblings-Line-Ups aller Zeiten. Diese Band hatte eine unglaubliche Chemie. Und was dabei herausgekommen ist, ist ein hervorragender Meilenstein im Grenzgebiet zwischen Jazz Fusion und Progressive Rock. Sehr empfehlenswert, vorausgesetzt du magst Fusion oder technisch anspruchsvolles Instrumentalspiel im Allgemeinen. Bis zum nächsten Mal.